Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles. Und ihr erkennt anhand von meinem Aufenthaltsort wahrscheinlich, dass ich diesmal Wort gehalten habe und tatsächlich anfangen möchte, ein bisschen was an Nebenquests noch zu absolvieren. Und ich bin gerade ein bisschen aufgeregt und aufgewühlt. Einerseits, weil ich jetzt hier auf dieser Plattform bin, nämlich an der Spitze des Zeigefingers, wo seinerzeit dieser immens starke Supergegner eigentlich saß. Das tat er hier und heute scheinbar nicht. Und ich bin hier aber eigentlich nochmal hergekommen, weil wir hier eine Himmelsträne bei Regenwetter finden sollen. Und was jetzt auch ein bisschen blöd ist, ich bin, als ich diesen Punkt hier erreicht habe, also diese Plattform, diese Fingerspitze heißt der Ort ja, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, genau. Ich habe da irgendwie 23.000, nee, paar zerquetschte Erfahrungspunkte bekommen. Da hatte ich aber noch nicht auf Aufnahme gedrückt. Deswegen müsst ihr mir das jetzt einfach mal glauben. Ich lüge euch da nicht an. Ich habe meine Truppe jetzt umgestellt. Ich habe jetzt allerdings noch nicht für den einen oder anderen eingekauft. Oh, Shulk und Riki, okay. Das kann noch eine Weile dauern. Ich glaube, so weit sind die noch nicht miteinander. Aber deswegen bin ich hier. Nicht wegen dem Bernsteinblatt und auch nicht wegen, was ist das zweite, sondern hier wegen. Hier wegen? Gibt es das Wort? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war unser Auftraggeber, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Und ich habe mir jetzt hier für diese Folge einen kleinen Masterplan zurechtgeschrieben von Sachen, die ich hier und heute machen möchte. Es wird auf jeden Fall eine ziemlich bunte Folge, bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, ob das eine eher lange oder eine eher kurze Folge wird. Ich tendiere eher auf lang, weil ich wahrscheinlich heute viel mit Sucherei wieder zubringen werde. Ich habe mir grob ein paar Notizen gemacht, wie gesagt, aber ob das am Ende ausreicht, das steht dann auf einem anderen Blatt. So, warte mal, wer war denn jetzt hier überhaupt mein Auftraggeber? Ich erinnere mich dunkel, dass der an so einer komischen Plattform oder sowas war, die ich bei meinem ersten Besuch übersehen hatte. Irgendwie so. Hä? Achso, das ist... Ja, okay, genau. Zarkort, Bericht, Zeigefingerebene. Okay, warte mal. Ich überlege mal Folgendes. Ich bin wahrscheinlich schneller bei ihm, wenn ich mich... Warte mal, untere Ebene... Erstmal hier gucken, auch wie die hier Zeigefingerebene. Ich glaube, der war da unten, da wo auch diese Abbaustelle eingezeichnet ist. Da musste man sich, glaube ich, irgendwie so seitlich fallen lassen. Ich hoffe, ich verwechsle das jetzt nicht, aber das könnte es irgendwie sein. Und ich meine, man erkennt das hier auch auf der Karte. Hoffentlich rede ich mir da jetzt nichts ein, aber guck mal, das sieht doch schon sehr auffällig aus, oder? War das hier... Ich glaube, das war hier, auch wenn ich noch keine Ausrufezeichen sehe, aber das kommt hoffentlich gleich. Boah, und wir werden so weit in die Vergangenheit reisen. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt wegen Berg Wallach. Dort werden wir heute auch noch die ein oder andere Runde drehen. Da habe ich ja auch ein bisschen was verpasst. Aber ich glaube, die älteste Mission, die wir uns heute angucken, die ist tatsächlich noch aus Alkermuth. Das war, glaube ich, auch eine zeitlich beschränkte und trotzdem ist die irgendwie... immer noch leistbar. Nämlich die mit dem Temposonit sogar. Ihr erinnert euch, ne? Dieser komische, starke Pferdegegner. Hallo, Zarkort. Ist das eine Himmelsträne? Ich habe noch nie zuvor eine in den Händen gehalten. Sie ist wirklich wunderschön. Meine Freundin wird Augen machen, da bin ich mir sicher. Nach einem solchen Geschenk wird sie mich niemals vergessen. Seid ihr tatsächlich bis ganz nach oben geklettert? Unglaublich. Das hätte ich niemals geschafft. Hoffentlich konnte ich eurer Bitte zufriedenstellend nachkommen. Glaube mir, Melia, du hast hervorragende Arbeit geleistet. Darauf hast du mein Wort. Was ist dieses schöne Gefühl? Das muss Freundschaft sein, ja. Wirklich weit seid ihr, freundschaftlich aber noch nicht, zumindest nicht nach dem Bewertungssystem dieses Spiels. Oh, fast hätte ich vergessen, euch für eure Mühen zu belohnen. Na dann hau mal raus. Du hast Zarkort eine Himmelsträne gebracht, doch er hat wohl noch etwas auf dem Herzen. Aha. Okay, der hat uns jetzt Shorts geschenkt. Mal gucken, was darauf folgt. Wahrscheinlich das passende Oberteil dazu. Also diese drei haben alle miteinander, glaube ich, den schlechtesten Freundschaftswert, den man haben kann. Ich guck mal eben nochmal ganz kurz. Ich habe das nämlich vor einiger Zeit gemacht und drösel das heute im Laufe des Tages alles so ein bisschen auf mit den Vorbereitungen. Aber guck mal hier, die sind, obwohl, nee, Ryan und Dunben sind gelb und Ryan, ah nee, aber obwohl, naja, okay, Melia und Dunben, die sind grün.
Aber trotzdem macht das aus Perspektive von Ryan Sinn, mit den beiden hier zu reisen. Ja, wir machen das einfach. Hauptsache, ich habe in dieser Konstellation, mit der ich unterwegs bin, mindestens noch zwei Gelbe mit drin. Und da ist, glaube ich, noch ein bisschen Handlungsbedarf. Oh, hallo, könnte ich euch erneut um einen Gefallen bitten? Bitte, erklärt euch. Melia, ich erlaube mir mitzuhören. Nein, verboten. Wer mithört, muss ins Wasser springen. Es ist mir eine Ehre, Dunben. Oh, jetzt lass doch diese Förmlichkeiten, meine Güte. Lass uns gemeinsam herausfinden, wo das Problem liegt. Einfach mal die Klappe halten und dem Auftraggeber zuhören, dann wären wir schon viel weiter. Es geht um die Himmelssträhne, die ihr für mich geholt habt. Ich habe ein großes Problem. Jetzt sag nicht, wir sollen den Gegner da oben killen. Nun ja, ich kann sie meiner Freundin nicht überbringen. Sie arbeitet in dem Mekonishain, weit weg von hier. Wegen meiner Höhenangst schaffe ich es niemals bis dorthin. Ihr könnt euch sicher vorstellen, welche Bitte ich an euch habe. Würdet ihr die Himmelssträhne an meiner Stelle überbringen? Bozatrox ist im Machina-Versteck in den Mekonishallen. Sarkot kann wegen seiner Höhenangst nicht dorthin gehen, übergibt die Himmelssträhne Bozatrox. Bozatrox haben wir schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das genau war. Großartig, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Meine Freundin heißt Bozatrox. Sie ist das süßeste und liebste Wesen, das ich je gesehen habe. Wir nehmen uns eurer Sache an. Sie ist irgendwo bei den Mekonishallen, mehr weiß ich nicht. Bei oder in? Das ist ein Unterschied. Wo genau die Wachposten stationiert sind, ist streng geheim. Sie erwähnte mal den Namen Machina-Versteck. Ach. Na, dann können wir das ja schnell erledigen. Ich bin sicher, dieser Ort ist nicht gerade leicht zu finden. Da hast du aber sowas von recht. Nehmen wir mal alles mit. Ja, da wird sich aber jemand freuen. Dann ist das ja noch gar nicht so lange her, seit wir sie das letzte Mal gesprochen haben. Bozatrox ist im Machina-Versteck in den Mekonishallen. Wo genau, kann ich euch leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, dass man von dort einen guten Überblick hat. Boah, ey, war das ein Krampf, dieses Versteck zu finden, ne? So, aber wir müssen uns da eigentlich hinporten können. Insofern gar nicht so der Akt. Ach, warte mal, ich bin jetzt hier noch. Moment, das war anders. Das war einmal hier. So, und dann habe ich hier die Mekonishallen. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, wo portet der mich denn jetzt hin? So, hä? Und wo ist jetzt... Warte mal, wo war jetzt dieses Geheimversteck? Da konnte man sich doch hinporten. Oder muss ich mich da jetzt jedes Mal runtersliden lassen? EG Hauptstrom? Ich habe keine Ahnung. Also notfalls nehme ich den ganzen Weg auch noch einmal auf mich und schneid euch da raus. Aber... Hä? Mir war so, als gäbe es eine Portmöglichkeit. Und die gibt es scheinbar jetzt nicht, oder was? Warte mal, ich guck mal in Ruhe durch. Ach, hier ist das Ding im vierten OG. Ja, sag doch was. So, aber immerhin hatte ich das richtig in Erinnerung und bin jetzt nicht umsonst die ganze Route nochmal gelaufen. So, du müsstest dann genau Bozatrox sein. Ich hoffe, du freust dich. Ein Geschenk von Sarkot? Was kann das sein? Oh, wie wunderschön. Ist das eine Himmelssträhne? Ich bin hin und weg. So etwas hat mir noch niemand geschenkt. Aber wie mag er nur an diese Himmelssträhne gekommen sein? Sarkot war nie im Leben auf der Fingerspitze. Na, egal, es zählt schließlich die Geste, die dahinter steckt. Danke, dass ihr mir sein Geschenk überbracht habt. Hoffentlich konnte ich eurer Bitte zu euer Bla. Würdet ihr ihm meinen Dank ausrichten? Und sagt ihm bitte auch, dass ich noch nicht zurück kann. Die Mekon sind in letzter Zeit wieder aktiv geworden. Deshalb kann ich hier momentan nicht weg. Ist das jetzt eine offizielle Next Mission? Bozatrox kann noch nicht ins Dorf zurückkehren, aber sie freut sich sehr über die Himmelssträhne. Juhu! So, das nehmen wir natürlich mit. Und ich habe übrigens aus gutem Grund noch nicht meinen Einkauf getätigt, denn bevor ich jetzt anfange, wie blöde, irgendwas zu verkaufen, nehme ich lieber die ganzen Missionen hier nach und nach mit und kriege damit vielleicht sogar genug Geld beisammen. Ich habe eine Idee, wie ich mich für eure Dienste bedanken kann. Ich stehe jedoch vor einem kleinen Problem. Bitte erklärt euch. Ja, genau. Erstmal müssen wir wissen, worum es überhaupt geht. Ich würde euch gerne ein paar spezielle Stiefel machen. Aber daraus wird wohl leider nichts, fürchte ich. Ich habe all meine Materialien für Sarkots Stiefel aufgebraucht. Und ich kann hier nicht weg, um neue Materialien zu besorgen. Ich benötige dafür robuste Düsen und robuste Kolben.
Wie viele genau? Als Dank für das Überbringen von Sarkots Geschenk möchte Bozatrox Stiefel für dich herstellen. Beschaffe die fehlenden Materialien. Es gibt mehrere Ziele. Überprüfe das Missionsbuch, okay? Wunderbar. Aber irgendwie finde ich das schon seltsam. Meine Stimme macht diese Mädchenstimme nicht mehr mit. Manu, was ist denn da schon wieder los? Ihr müsst Materialien für euer eigenes Geschenk suchen. Wie dem auch sei, ihr werdet von den Stiefeln begeistert sein. Wir nehmen uns eurer Sache an. Genau, warte einfach hier. Die Düsen habe ich. Bitte auch dieses andere. Jawohl, wir müssen nicht nochmal losziehen. Ist das geil, oder was? Ich glaube, das könnte mein neuer Lieblingspart werden. Also so nach langer Zeit. Wobei, nee, die Storylastigen sind schon geiler. Aber das ist trotzdem schön, das hier nach und nach abarbeiten zu können. Habt ihr die Materialien gefunden? Wunderbar, wartet bitte kurz. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Na, wenn die jetzt aber nicht halten, was du versprochen hast, dann sind wir alle bitterlich enttäuscht. Also nicht, dass du dich jetzt unter Druck gesetzt fühlen musst oder so. Fertig. Sie sollten euch wie angegossen passen. Hoffentlich werden sie euch nützlich sein. Hoffentlich konnte ich eurer... Ja, ich lese das jetzt gar nicht mehr vor. Ja, ja, komm, bauchpinselt euch ruhig gegenseitig. Ist gut für die Freundschaftswerte, darauf hast du mein Wort. Bla. Ja, ja. Mal gucken, wie oft wir diese Erkenntnis heute noch zu Gesicht bekommen. Ich werde bald ins Dorf zurückkehren. Ich werde hier oben abgelöst. Wahrscheinlich werde ich dann im Dorf weiterarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, Sarkot wiederzusehen. Es ist lange her, seit wir uns das letzte Mal sahen. Na dann, Bozatrox hat die Stiefel für dich fertiggestellt. Sie freut sich auf eine Zukunft mit Sarkot. Ich wünsche euch nur das Beste. Was ist denn M100-Fußschutz? Das klingt originell progressiv und die EP, die flutschen hier gerade nur so. Finde ich gut. Nein, mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich habe schon viel über euch gehört. Ja, wir hatten doch schon... Ja, 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 hat er beim letzten Mal auch schon so viel erzählt? Bozatrox, mit dir wollte ich nochmal. Ich werde diesen Ort schon bald verlassen. Es ist lang... Ja, okay, das kennen wir schon. Natürlich mache ich mir auch Gedanken. Wird er mich denn überhaupt zurückhaben wollen? Oh, ich glaube ja. Nach dem Gespräch, was wir vorhin mit ihm geführt haben, ganz sicher. Außerdem hast du vor kurzem eine Himmelsträne bekommen. Also wenn das mal nicht Zeichen genug ist... Na gut, also ich freue mich auf jeden Fall, dass das scheinbar beidseitig ist. Oh, guck mal, wie schön der Himmel wieder aussieht. Ist das nicht hübsch? So, ich muss jetzt aber kurz mal auf meinen Spickzettel gucken und werde ihn jetzt nach und nach von oben bis unten durcharbeiten. Lasst euch mal überraschen, wo wir uns gleich wiedersehen werden. Das wird euch jetzt wahrscheinlich wenig überraschen, aber ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Wir sind jetzt wieder zurück am wunderschönen Eritmeer und gucken mal, dass wir den Temposoniden jetzt endlich mal weggeklatscht bekommen. Ich habe mir so oft schon an dem die Zähne ausgebissen, bisher ohne Erfolg. Ich glaube, einige Versuche waren sogar relativ knapp, aber jetzt muss auch irgendwann mal gut sein. Ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Level hat. Ich glaube, irgendwie 40 oder so kann das sein. Stellamar, das sollte jetzt eigentlich ein kurzes Techtelmächte sein. Wo ist denn unser Stargast? Ist ja gar nicht mehr hier. Doch, da, 44. Okay. Ja, also ich habe jetzt einfach mal keine Angst vor dem und stürze einfach auf den los. Mal gucken, wie viele Schläge der jetzt noch aushalten kann. Aber... Achso, Blitz ist wahrscheinlich nicht die... Ja, ist wahrscheinlich das beste Element gegen den. Aber der kann auch was, ey. Ich dachte, der würde jetzt schon pro Schlag mehr Schaden fressen, als er es aktuell tut. Ich weiß, ich habe aktuell mit Schala eben keinen Heiler drin. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem irgendwie gebacken. Ja, wenn dann bin jetzt natürlich verreckt, dann... Okay, ich bin total geschockt. Was ist hier los, ey? Der verträgt ja immer noch so viel. Okay, warte mal, ich versuche den jetzt trotzdem mal irgendwie wegzuhauen. Ohne, dass ich jetzt groß rumwechsle, das war's. Ey, dass der sich aber noch so zur Wehr setzt und uns noch so einheizen kann. Ich bin schockiert. Du hast den Auftrag des Bewohners von Alkamos erfüllt und das Monster besiegt. Deswegen kriegt man dafür auch 50.000 Ocken. Also ich finde, der ist deutlich stärker, als sein Level es suggeriert. Aber sowas von deutlich. Krass. Krass, krass, krass. Aber gut, dass ich es nicht vorher irgendwie jedes Mal wieder probiert habe. Ich wäre wahrscheinlich nur immer und immer wieder auf die Nase gefallen. So, ach ja, wir haben... Warte mal, jetzt habe ich gar nicht so wirklich aufgepasst. Wir haben diese Mission ja von einer Bürgerin in Alkamos bekommen? Nee, das ist schon vorbei.
Das ist schon vorbei. Okay. Ja, wir haben auch gerade die... Ja, ich war irgendwie gerade, keine Ahnung, geistig umnachtet, so wie es halt zu 90% meiner Spielzeit der Fall ist. Wir sehen uns gleich im Berg Wallach wieder. So, und hier habe ich mal vor Urzeiten einen Hinweis von euch bekommen, denn wir sehen dieses verlorene Ausrufezeichen da hinten, so mitten im Nirgendwo. Das sieht auf der Map so aus, als gäbe es keinen Weg dahin. Ich zeige euch mal, falls es den einen oder anderen gibt, der das auch gerade spielt oder so und da irgendwie Hilfe benötigt, zeige euch mal, wo ich gerade stehe. Also ich habe mich jetzt hier hingeportet zum Podest von Befalgar. Und dort, wo man jetzt von der Position aus, wo ich gerade stehe, das Ausrufezeichen sieht, dort soll es einen Weg geben und ich meine, das müsste dieser hier sein. Sieht gut aus, der nicht in der Karte eingezeichnet ist. Und ich habe mich da so dumm und dämlich gesucht, ne? Also ich weiß gar nicht mehr, ob in der Folge, wo mir das so viel Kummer bereitet hat, ob ich das offscreen gemacht habe oder ob ihr euch das Trauerspiel mit angucken musste, das kriege ich nicht mehr zusammen, aber das hier finde ich persönlich ja mega gut versteckt. So, einmal bitte untersuchen und dann hat dieser Spuk hier auch ein Ende. Der Kana-Gipfel wäre damit abgehakt. Jo. So, jetzt müssen wir aber zu unserem Auftraggeber, ne? Warte mal, ich habe mir das, glaube ich, im Vorfeld sogar notiert. Das ist, glaube ich, ein Nopon gewesen. Heißt das, dass ich... Ich dachte gerade, ich rutsche ab. Das Spiel ist da gerade sehr kulant gewesen. Habt ihr das gesehen? Ich habe nämlich den... Oh, den eigentlichen Weg verlassen. Ich laufe den jetzt einmal kurz bis zum Ende durch. Also, wer weiß, was man hier sonst noch so alles freischaltet. Nicht, dass es am Ende dann noch so Trophäen gibt, so und so viele Orte freischalten oder, keine Ahnung, alle Gipfel von Berg Wallach oder so. Wollte sie da gerade rumsliden? Ich bin mir nicht sicher. Es hat sich gerade so angefühlt und auch ein bisschen so ausgesehen. Aber hier... Hey, also eigentlich ist auf der Karte ja jetzt ein Weg, aber nicht der, den ich gerade entlang laufe. Das muss da wohl eine Ebene über mir sein, schätze ich. Oder unter mir? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist unter mir irgendwie ein Tunnel oder so. Aber hier kommen wir jetzt scheinbar bis ans Ende. Und ich frage mich... Ach, guck mal, von hier aus hätte ich wahrscheinlich auch raufgehen können, oder? Oder rutscht sie jetzt hier? Ich möchte das einfach nur verstehen. Warum bin ich nie auf die Idee gekommen, da lang zu laufen? Das sieht doch voll auffällig aus. Ich check das nicht. Oder geht das gar nicht? Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil... Da laufe ich immer schon alle Ränder ab und diesen Weg, der sowas von offensichtlich ist, den übersehe ich dann? Oh, das wollte ich gerade nicht, ich glaube. Oh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe gerade mein eigenes Grab geschaufelt, aber scheinbar lebe ich trotzdem jetzt noch irgendwie. So, ich werde jetzt nochmal eine Sache ganz kurz gucken, weil wir sind hier noch nicht durch. Ich wollte mal schauen, ob das ein Fleafy ist. Ich brauche noch einen Fleafy für ein ganz bestimmtes Item. Ich meine, das waren nämlich sogar die fliegenden Viecher. Nee, das ist ein... Was? Ein Lofos Libesch? Kann mich da schon wieder gar nicht dran erinnern. Ich habe mir aber notiert, wo ich diese Fleafies finde. Aber erstmal... Warte mal. Erstmal Nopon-Forscher im Nopon-Lager. War das hier irgendwo? Ich guck mal eben kurz, ob irgendwas danach aussieht, als könne es das Richtige sein. Nopon-Lager. War das hier? Kann es sein, dass das nicht eher... Ich glaube, das war ein Lager später. Weil, aber ich gucke mal eben ganz kurz. Ach nee, ich glaube, das... Ja, das war das. Alles klar. Ich hatte irgendwie ein anderes Lager im Sinn oder dachte, dass das auf der Liste anderswo auftaucht. Aber so kommt dann alles doch ganz gut zusammen. Ihr habt geguckt. Welches von beiden war bessere Aussicht? Bitte erzählen. Wichtig für nächstes Forschungsprojekt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich... Podest von Befalgar, war das nicht das, wo ich mich hingeportet habe? Aber da muss ich ja... Nee, ich glaube, ich weiß noch, wo das war. Ich fand das hier tatsächlich hübscher. Verstehe, verstehe. So, also findet ihr. Guter Mikrosensus. Vielen Dank für Hilfe. Hoffentlich konnte... Nee, das wollte ich ja nicht mehr lesen. Ja. Danke, dank euch. Großer Fortschritt bei Forschung. Bin so glücklich, bin so froh. Ja, kannst du auch sein. Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben. Du hast zwei Gipfel des Berg Wallach besucht, des Berges Wallach und die Forschungen, um die Forschung zu unterstützen. Ich kann nicht mehr lesen. Pardon? Postschutz 5. Stufe 5. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht. Und kleiner Mann, noch irgendwie eine weitere Aufgabe? Das sieht nicht so aus. Wir können aber mal gucken, ob wir hier eventuell neue Bücher haben.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht Bücher für Fiora, aber die kann man ja eigentlich auch vorher immer kaufen, noch bevor man den Charakter hat. Wurde bereits gelesen. Ja, okay. Damals ja alles sauber weggekauft. So muss das. So, das heißt, Nopon-Forscher haben wir auch. Ich frage mich gerade. Ich brauche 2 Fliefi-Silberherzen noch. Also vielleicht auch nur 1. Ich weiß, ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich das hier. Aber warte mal, ich habe irgendwie eine komische Reihenfolge hier auf meiner Liste. Aber wenn ich gerade sowieso schon hier bin, dann gucke ich mal, dass ich die hole. Und zwar müssten die am hohlen Knochen zu finden sein. Ich erinnere mich dunkel an diesen Ort. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob bei Tag oder bei Nacht. Da soll es nachts mehr geben. Doch, das habe ich mir sogar notiert. Ich kann nur meine Handschrift wieder nicht lesen. Das da hinten müssten die Fliefis sein. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Glück mit den Drops. Ich erinnere mich noch. Der eine, der hat mich nämlich. Boah, Level 47. Ernsthaft? Ich hoffe, dass das auch die richtige Fifi-Art ist, aber ich guck mal, wie der funktioniert. Und was brauche ich jetzt von den Silberherzen? Okay. Bei manchen Items ist das ja ganz entspannt, weil da bekommst du die von mehreren Gegnern einer bestimmten Gattung und manchmal. Oh, jetzt fliegt er hier ernsthaft weg. Seriously? Meine Fresse, hab ich da einen Bock drauf jetzt hier? Ich hoffe, dass mir nur einer fehlt, aber. Warte mal, warum zaubert sie den denn jetzt nicht an? Kann sie das über die Entfernung nicht? Aber der kommt jetzt gleich wieder zurück. Und da ist dann auch schon der nächste. Das ist schon mal gut. So, können wir den jetzt bitte einmal angreifen, damit er auch zu uns kommt? Dankeschön. So, jetzt kann der Kampf nämlich auch endlich mal beginnen. Und ich hoffe, der wird jetzt nicht zu gefährlich. Ja, okay, aber der geht relativ schnell down, wie es aussieht. Das ist gut. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die das Item auch droppen, was ich jetzt benötige. Also ich mache jetzt den mit euch zusammen, den nächsten von mir aus auch. Und danach kriege ich dann eine Weile ohne euch. Also solange mein Geduldsfaden das noch mitmacht. Ja, es ist jetzt natürlich nur eine kleine Kiste. Ach, da ist es aber. Jo, 1 von 2. Okay, immerhin bin ich dann bei den Gegnern hier schon mal richtig. Das ist das Wichtigste. So, wo finde ich jetzt noch einen Fliefi? Hier war doch gerade noch einer. Hallo? Fliefi? Wo sind sie? Hier auf der Minimap einfach nach den roten Kullern suchen. So, dann gucken wir mal, dass wir den auch angelockt kriegen. Ich kürze das mal ein bisschen ab für euch. Das Gute ist, dass wir scheinbar auch einen kleinen Thron dieses Item bekommen können. Deswegen sollte das nicht allzu lange dauern. So, und das war es dann auch für ihn. Ich dachte gerade, er hat gar keine Kiste hinterlassen. Habt ihr gerade überhaupt nicht gesehen. Bitte ein zweites. Jawohl, Gott sei Dank. Okay, dann hätten wir das nämlich auch erledigt. So, wenn ich jetzt chronologisch meine Dings weiter entlang gehe, meine Liste, die ich mir im Vorfeld handschriftlich zusammengekritzelt habe, dann müsste unser nächster Zielort das Schwertal sein. Und ich zeige euch auch gleich, wo ich da genau hin wollte. Okay, das ist gerade mehr als ungünstig. Denn eigentlich habe ich da noch 2 Missionen zu erledigen, die auch noch offen sind. Ich verstehe nicht so ganz, wo hier das Problem ist. Warte mal, kann ich das vielleicht zu Fuß irgendwie austricksen? Boah, wobei das echt viel Lauferei wäre. Warte mal, was sind denn die äußersten? Bayonis Daumen und Galahad, ne? Ich kann mal gucken, kann ich hier rein? Nee. Oh, dabei hatte ich aber auch kurz auch mal überlegt. Deswegen macht mich das gerade ein bisschen traurig, da nochmal hinzugehen und nach dem Item zu suchen, was mir noch fehlt. Oh, das ist ja blöde jetzt. War voller Tatendrang. Weil guck, ich zeige euch mal die Mission. Die habt ihr wahrscheinlich vorhin auch schon gesehen, aber da sind noch 2 offen. Und die sind nicht verkackt, sonst würden die ja nicht unter dem Punkt neu laufen. Ja, wahrscheinlich muss ich erstmal ein bisschen weiter in der Story voranschreiten. Gut, dann habe ich ansonsten auf der Agenda noch die beiden Sachen auf dem gefallenen Arm. Lass uns mal gucken, ob wir da vielleicht noch was reißen können. So, und die erste Aufgabe lautet, und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo ich diese ollen Viecher finde. Die sollen aber. Ja, da, okay. Ich bin nämlich genau an dem Strand, wo damals Fiora und Schulz, sage ich mal, wieder zueinander gefunden haben. Und ja, bin scheinbar irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, mal wieder in den Anfangsbereich nachzugucken. Bin die ganze Zeit irgendwie davon ausgegangen, dass
dass das irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen fortgeschrittener ist oder in den späteren Arealen kommt oder so. Aber ich meine, dass ich mich damals auch den ganzen Gegnern hier nicht so wirklich gewidmet habe. Sie sind ja hier auch nur zu zweit gewesen, ne? Ich weiß noch, dass ich meine Truppe erstmal so ein bisschen größer werden lassen wollte. Wegen der dicken Schale bin ich nicht hier. Ich suche Krabbelmoos. Hier haben wir eine silberne Kiste. Da habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Ja, okay. Oh, das könnte jetzt aber ein bisschen dauern. Ich meine, das Gute ist, es gibt hier wenigstens einige davon. Aber wenn wir mindestens silberne Kisten brauchen... Ich weiß nicht, war Ricky nicht der Charakter, der irgendwie bessere Kisten hervorbringen konnte? Ich weiß es nicht mehr so genau, aber irgendein Charakter hatte das in seinem Skillbaum mit drin. Ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Ich gehe mal hier eben ein paar Krabben ohne euch schnitzeln und dann gehen wir gleich zusammen die Kisten plündern. Wir sind jetzt leider nicht allzu... Eigentlich ist da gar keine gute jetzt mit dabei gewesen. Ich habe trotzdem noch so ein bisschen die Hoffnung, dass eventuell auch in so einer kleinen unser Moos drin sein könnte. Aber es sieht gerade eher schlecht aus. Ja, mal hat man Glück, mal hat man Pech, ne? Mir ist das Glück jetzt hier gerade nicht hold. Warte mal, ich guck mal eben ganz kurz in mein Harmoniediagramm. Und schau mal, ob Ricky da noch irgendwie Bedarf hat, sich mit irgendwem weiter eher freundschaftlich einzulassen. Warte mal, das ist aber eigentlich eine ganz gute Kombi, wobei Schala und Fiora schon grün sind miteinander, aber ich will das jetzt auch nicht nochmal separat gegenchecken, weil ich glaube, bei den Gegnern ist das auch völlig egal, mit wem ich jetzt zusammen mein Tagwerk verrichte. Wobei, warte mal, Schala, ich will lieber Ricky steuern. So, dann können wir Schala und Fiora auch noch mit einbauen. Ich glaube, das wird nur unwesentlich länger dauern mit der Gegnerbekämpfung. Vielleicht geht das am Ende sogar schneller. Naja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, gegen Ryan und Dunben können die nicht anstinken. Aber ich suche jetzt mal das nächste Fleckchen. Da gab es auch noch ein Harmoniegespräch. Bestimmt zwischen Schulk und Fiora. Haben wir uns das jemals angesehen? Ich weiß nicht. Aber dann holen wir es jetzt nach, falls wir es versäumt haben sollten. Ja, Schulk und Fiora. Allerdings nicht mit Herzchen versehen. Und diesen Status mit dieser Wolke, den müssten die ja eigentlich schon längst erreicht haben. Was musste man eigentlich nochmal machen, um Gegner zum Respawn zu bringen? Ich glaube, der schnellste Weg war, das Spiel einfach nochmal neu zu laden. Ne? Ich guck mal, wie viele ich jetzt von denen hier in der Ecke finde. Also ich will jetzt nicht verschwörungstheoretisch werden, aber ich glaube, meine Theorie könnte stimmen. Ich habe jetzt hier wie viele Kisten? 4 und 3 davon sind Silber. Kann natürlich auch am Ende Zufall sein. Ich brauche übrigens auch diese Flamis, die hier ihre Runden drehen. Ich habe euch jetzt gar keine davon gezeigt. Aber da fehlen auch noch Items. Da haben wir Krabbelmoos. Ihr seht, ihr habt nichts verpasst. Ich glaube, die ganze Plackerei, Kämpferei müssen wir uns auch nicht zwingend zusammengeben. Aber ich habe Flamibein. Das ist das, was ich noch benötige. 3-mal insgesamt. Ich glaube, hier an dem Strand wird das relativ schnell gehen. Auch wenn ich ein bisschen schnibbeln werde für die Folge. Aber das ist ja immer so, wenn ich anfange, Missionsquest-Dingsens abzuarbeiten. Ey, und kaum fange ich an, von meiner Glücksquote hier zu sprechen mit den Kisten. Da kommen schon wieder nur so eine Ollen. Holzkisten. Wobei, ich glaube, mit den Flamis müsste ich jetzt durch sein. Hier müsste das dritte Bein eigentlich drin stecken. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, der ist bestimmt voll gut. Warte mal. Alles nehmen. Da muss ich jetzt... Nee, warte. Einmal auf Ja. Meine Güte. Kristall, werde ich wenigstens gleich ins richtige Menü geworfen. Immerhin. So, dann machen wir jetzt das gleiche Spiel wie zuletzt auch. Ich mache jetzt hier mal wieder... Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache einfach jetzt mal 3 Reihen frei. So, damit hätten wir dann alles von den Feinen erstmal weg. Also nicht alles, da kommen noch andere Seiten. Aber ihr seht, die Seite 10, die ist jetzt komplett, also steht uns komplett zur Verfügung. Das ist gut, Flamibein ist komplett. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch 2-mal dieses olle Moos. Und ja, das sollte jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Wir haben im östlichen Teil, wobei, nee, warte mal, die Minimap, also dort... Minimap? Doch, müsste... Nee, im West... Also laut Minimap im westlichen Teil sind deutlich mehr von diesen Krabben. Na, wobei... Wobei, das sieht hier auch ganz gut aus. Ich mach dann mal den letzten Kleckerrest hier.
So, ich glaube, damit liegen jetzt hier die beiden letzten Kisten. Da hinten leuchtet noch eine andere. Das ist aber nur eine Holzkiste. Können wir auch gleich mitnehmen. Und diese ganzen Flamis hier, die kamen alle angeflattert, als ich die Küste entlang gelaufen bin. Jo, also an denen mangelt es ja auch nicht. Aber das ist, finde ich, noch eine relativ humane Quest. Also wenn man weiß, wo man genau suchen muss. Und vielleicht hatte ich da auch jetzt ein bisschen Glück. Aber guck mal, bei so vielen von diesen Krabbeldingern ist das, denke ich mal, nicht das Thema. So, dann müsste ich jetzt allerdings erstmal meine Belohnung abholen. Warte mal, wir haben jetzt Fleafy, wir haben Flamibeine, wir haben die Oroskrabbeln. Jetzt müsste ich nur noch mal schauen, von wem diese Missionen eigentlich ausgingen. Denn in Bearbeitung, das ist gefallener Arm, das wird wahrscheinlich beides aus dieser Machina-Stadt sein. Voltag Junks. Medizin reicht nicht mehr für alle Junks, okay. Und das hier auch. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wo die Leute alle rumstanden. Als Machina ist es schwierig, für Rakzette Trinkende zu retten, hilf ihm, Homs zu werden. Boah, ich erinnere mich dunkel. Wir porten uns da jetzt einfach mal hin. Ich glaube, es gab sogar so einen Reisepunkt Junks, der so hieß. Genau, hier nämlich. Ja, 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 okay. Alles wie erwartet. Das heißt, ansonsten gucken wir jetzt nur, wo wir rote Ausrufezeichen sehen. Kann es sein, dass beide innerhalb dieses Gebäudes... Ah, guck mal, da ist schon mal eins. Das ist ein neues. Okay, das verspricht noch spannend zu werden. Warte mal, aber ich will erstmal das rote finden. Das ist jetzt wahrscheinlich über mir, oder? Oder habe ich nur wieder irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der Auftraggeber, der bleibt da, wo er ist. Bitte nicht abhauen. Jawohl. Achso, hier ist Voltag. Hi. Ich sehe, ihr habt alle benötigten Zutaten beisammen. Wunderbar. Nun kann ich meine Behandlung endlich fortsetzen. Vielen Dank. Freu. Riki, oberglücklich. Ja, wir haben es geschafft. Solange die Meckern uns weiter angreifen, wird sich nichts ändern. Es wird weitere Verletzte geben. Ein Grund mehr, alles zu tun, was ich kann, um zu helfen. Okay, danke dir. Du hast alle Zutaten für die Medizin besorgt, doch die Gefahr selbst ist noch nicht gebannt. Okay, das haben wir uns fast gedacht, denke ich mal. Zwillingsschmuck, ja, bisschen was an Erf. Ach, und direkt die nächste Mission, ich bin gespannt. Ist das eine Frau? Egal, ihr kommt zur rechten Zeit. Wir haben die Basis der Mekon ausgemacht, die uns angreifen. Und nun brauche ich dringend ein paar zuverlässige Krieger. Denn der Auftrag, den ich zu vergeben habe, ist nicht ungefährlich. Heldenpon will alles wissen, sag, sag, sag! Ja, das interessiert mich auch. Sie nutzen die Daumenkluft als Ausgangspunkt für ihre Angriffe. Es hat sehr lange gedauert, diesen Ort ausfindig zu machen. Er liegt ein wenig abseits der üblichen Kampfschauplätze. Würdet ihr den großen Mekon dort für uns besiegen? Großer Mekon? Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich habe ein Schnupfen und bleib zu Hause. Ihr seid die Einzigen, die dazu fähig sind. Als hätte er sie erst meine Gedanken dazu gehört. Gewitterkatana. Oh, besiege den defekten Mekon bei der Daumenkluft. Der Anführer der Mekon, die die Sicherheit des Dorfes bedrohen, wurde lokalisiert. Er hält sich bei der Daumenkluft auf. Zerstöre ihn. Ich danke euch. Dank euch wird dieses Dorf ein wenig sicherer werden. Pipifax, gar kein Problem für Heldenpon. Naja, ja, sag das mal nicht zu laut hier. Die Basis der Mekon liegt in der Daumenkluft, seid vorsichtig. Ich verstehe nicht, warum Egils Mekon uns angreifen. Es ist eine traurige Ironie des Schicksals. Er ist doch einer von uns, was haben wir ihm denn getan? Tja, das versteht wahrscheinlich nur er selbst. Und vielleicht auch das nicht, aber wir gucken, dass wir ihm früher oder später Einhalt gebieten. So, aber zuallererst möchte ich noch ein rotes Ausrufezeichen. Nee, komm, ich nehme das jetzt mit, bevor ich wieder 10.000 Mal laufe. So, Zilex, was können wir für dich tun? Ihr seid noch nicht lange hier, stimmt's? Dann wisst ihr sicher noch nicht sonderlich viel über uns, Machina. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, wüsste ich da etwas. Heldenpon will alles wissen, sag, 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 kennen wir schon. Riki, du bist toll, du wirst das bestimmt im Handumdrehen regeln. Natürlich, Pflicht des Heldenpon. Es gibt Datenchips, auf denen Erinnerungen gespeichert sind. Erinnerungen an das Leben von Machina auf Mekonis. Ihr findet sie in den Mekonis-Hallen. Dank dieser Chips werdet ihr mehr erfahren, als wir selbst wissen. Diese Chips sind sehr wertvoll für uns, Machina. Die Erinnerungen an vergangene Tage sind nicht zu ersetzen. Sucht die Datenchips in den Mekonis-Hallen. Dann bringt die Chips zu mir, würdet ihr das tun?
Die Daten, die besagen, wie die Makina einst gelebt haben, sind in den Mekonnis-Hallen verstreut. Hilft dabei, die Datenchips zu sammeln. 4x Datenchips 925 in den Mekonnis-Hallen. Die sind halt riesig, ne? Es freut mich, das zu hören. Euer Interesse an uns erfüllt mich mit Stolz. Pipifax, gar kein... Ja, klar. Kennen wir. Wobei das, was Fiora sagt, ist eigentlich noch relativ neu. Wir sind wohl unbesiegbar. Ja, das werden wir beim nächsten starken Gegner mal direkt austesten. Unsere Erinnerungen verblassen mit jedem Tag mehr und mehr. Die Datenchips werden nicht nur euch sehr nützlich sein. Wir können auch viel aus ihnen lernen. Ich bin froh, dass ihr euch dieser Aufgabe angenommen habt. Ja, das hast du bereits verlauten lassen, guter Mann. Hier wiederholt er sich. Wir können auch viel aus ihnen lernen. Ich bin froh. Ja, okay. So hätten wir das auch geklärt. Warum gibt es denn hier schon wieder so viele Harmoniegespräche? War das schon immer so? Hä, sind beide oben? Oder bin ich gerade wieder nur blind? Also nicht, dass ich jetzt glauben würde, dass wir da jetzt irgendwas davon triggern könnten, aber man kann ja mal gucken. So, hier ist eins. Ich glaube, an dem Punkt war ich schon mal auf Yora und dann bin er. Das kann auch dauern. Dass ich das zweite gesucht habe. Das war wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung. Ich suche das jetzt einfach nicht weiter. Irgendwann werde ich es schon getriggert haben und dadurch taucht das bei mir in meiner Liste auf. Also nicht getriggert im Sinne von, dass wir uns das angesehen haben, sondern im Sinne von einmal probiert. Ach nee, das ist sogar das hier. Fiora und Schala, haben wir das nicht schon? Warte mal, Moment. Nein. Fiora und Schala, die beiden haben doch schon irgendwie die zweite Stufe erreicht, oder? Ist das überhaupt die zweite Stufe? Die sind grün. Fiora und Schala sind grün. Und das hier war auch grün. Wir können uns ein Harmoniegespräch geben. Ich glaub's ja nicht. Ich will erstmal trotzdem das andere Ausrufezeichen noch finden. Das war nämlich Rakzet. Kann es sein, dass Rakzet eventuell nur nachts hier war? Ich weiß das leider nicht. Ich könnte das aber abchecken, ne? Ich guck mal eben kurz. Der ist irgendwie den ganzen Tag da, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich habe nur echt gar keinen Peil, wo wir den damals gesehen haben. War das eventuell... Ah, da ist noch ein Auftraggeber. War das eventuell am Eingangsbereich? Bist du Rakzet? Oh, ich weiß nicht mehr, wo der war. Vielleicht auf der Mittelinsel, aber ich guck mal erstmal, was wir für Ihmchen hier tun können. Wenn ich doch nur mit diesem Gewehr zurechtkommen würde, dann hätte ich keine Probleme. Oh, hallo. Ich hatte gehofft, zur Verteidigung des Dorfes beitragen zu können. Deshalb habe ich mir ein Gewehr gebaut. Aber es funktioniert überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin völlig überfordert. Großes Problem. Ja, das würde ich auch sagen. Der Äther wird zwar wie gewünscht durch den Gewehrlauf gezogen, nur zieht das Gewehr zu viel Äther und ist so schwer zu kontrollieren. Aber was rede ich da? Ihr wollt das sicher gar nicht hören. Es treiben sich schon wieder mehr Monster in Dorfnähe herum. Ich habe jetzt zwar ein Gewehr, aber damit kann ich nicht kämpfen. Ich weiß, es ist unverschämt, aber könntet ihr mir helfen? Sollen wir einfach ein paar der Monster beseitigen? Wenn es dir einen ruhigeren Schlaf beschert, helfen wir gern. Ich belästige euch nur ungern. Ich wünschte, ich käme endlich mit meinem Gewehr klar. Dann wäre ich nicht auf die Hilfe anderer angewiesen. Aber könnt ihr mir vielleicht dieses eine Mal helfen? Ja, ich denke schon. Du fragst auf jeden Fall sehr nett. Khazad kann sein Hightech-Gewehr nicht verwenden. Das erschwert den Schutz des Dorfes ungemein. Erkunde für ihn die Gegend. Es gibt mehrere Ziele. Bitte überprüfe das Missionsbuch. Ich hatte gehofft, dass ihr zusagt. Vielen Dank. Ich bin sicher, dass die Sache nun in den richtigen Händen ist. Pipifax, gar kein Problem. Bla bla blub. Ja, natürlich hilfst du, Schala. Ihr werdet wahrscheinlich als Team gleich gar nicht mehr weitermachen. Ich bastle dann jetzt an der Feinabstimmung meines Gewehrs. Wenn das nichts bringt, bin ich weiterhin auf andere angewiesen. Es muss weniger Äther ziehen. Nein, so ist es zu wenig. So funktioniert das Gewehr sicher gar nicht. Mit zu wenig Äther gibt das nur einen Schuss in den Ofen. Oh Gott, wer musste auch gerade an Team Rocket denken? So, hier gibt es jetzt gerade nichts Neues mehr. Ich will jetzt Rakzet finden. Der kann doch nicht so schwer zu finden sein. Ich bin erstmal froh, dass ich mich nicht nach bestimmten...
Warum ist denn das Zelt auf der Map so... Ach nee, das war gerade so gelb. Ich dachte, das wäre gelb, aber das war nur, weil diese komische Lampe da, dieser Strahl in Richtung Laufrichtung, der war so, der hat das Ding einfach ausgeleuchtet. Ja, guck mal, hier ist Rakset. Da haben wir ihn. Ah, ihr habt alle Zutaten? Ich kann es kaum glauben. Dann werde ich mich daran machen, sie zu vermischen. Viel Erfolg dabei. Mal gucken, ob er danach immer noch Rakset heißt. Und was denkt ihr? Sehe ich schon wie ein Homs aus? Wie? Kein bisschen, wirklich? Was habe ich nur falsch gemacht? Ich habe doch alles genau so gemacht, wie er gesagt hat. Moment mal, irgendwie hat er dabei so komisch gegrinst. Könnte es sein, dass er mich veräppeln wollte? Es sieht so aus, als hätte mein Freund mal einen Streich gespielt. Dabei habt ihr extra für mich all diese Zutaten besorgt. Ich hätte es wohl besser wissen müssen. Ich kann kein Homs werden. Was soll's, da muss ich eben so wie ich bin weiterarbeiten. Ich habe immerhin Carlos und Natalia retten können. Danke für eure Unterstützung. Freu, ich hier oberglücklich. Mir tut ja gerade ein bisschen leid. Helfen ist das tägliche Brot des Heldenporn, nicht wahr? Ja, nein, nicht ganz. Brot lecker, aber nicht jeden Tag. Alles klar, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich werde weiterhin das tun, was ich bisher auch getan habe. Ich werde Leute in Not retten. Vielen Dank, dass ihr solche Mühen auf euch genommen habt. Ja, haben wir gerne gemacht. Obwohl du alle Materialien besorgt hast, klappt es leider nicht, aber er wird weiter Leben retten. Ich hätte es ihm so gegönnt vom Herzen. Und ich fand das gemein, dass er da veräppelt worden ist. Sowas gehört sich nicht. Vor allem wurde da voll mit seinen Gefühlen auch gespielt. Ach, ich bin wirklich machtlos in so einer Lage. Sind diese Rettungseinsätze alles, wofür ich zu gebrauchen bin? Oho, lächeln verkehrt herum, da was im Busch. Erzähle uns, was los ist. Vielleicht fühlst du dich dann besser. Oh, ihr seid es wieder. Ich hätte da etwas, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Wusstet ihr, dass in letzter Zeit immer mehr Monster auftauchen? Ja, das haben wir vom letzten Missionsgeber gerade eben erst gehört. Unser Dorf ist quasi umzingelt von diesen Bestien. Jetzt spielen sogar die Ponyos verrückt. Ich habe gerade irgendwie was anderes gelesen. Als hätten wir mit den Mekkon nicht schon genug Probleme. Viele Dorfbewohner wurden angegriffen. Wir müssen etwas tun. Ich arbeite im Rettungsdienst. Kämpfen ist nicht meine Stärke. Und das bedeutet, dass ich in diesem Fall völlig nutzlos bin. Aber wenn es hier starke Krieger gäbe, die uns helfen würden. Du bist doch nicht nutzlos, ganz im Gegenteil, du bist toll. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, das ist ganz normal. Das Kämpfen übernehmen wir, besiegen die Monster. Vielen Dank, deine Worte tun gut. Aber würdet ihr das wirklich tun? Bitte denkt gut darüber nach, bevor ihr euch entscheidet. Ja klar. Gesetz ist Gesetz. Aus irgendeinem Grund sammeln sich Monster um das Dorf herum. Das ist eine große Gefahr für alle. Bewahre das Dorf vor dem drohenden Unheil. Mehrere Ziele wieder mal. Ich bin euch unendlich dankbar. Ihr schafft das bestimmt. Seid vorsichtig. Ich möchte nicht, dass euch etwas zustößt. Pipi. Achso. Voll falsch. Ja, gut. Rikis Reaktion kennen wir. Fiora schmachtet den Heldenporn an. Also, nee, das ist ja ewig immer voll durcheinander. Komm, ja, weil die beide mit R anfangen. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Also kommt drauf an, was für ein Level die Viecher haben. Ich würde eigentlich nochmal mit dem reden. Jetzt komme ich hier nicht mehr rauf. Das übliche Problem. Aber ich kann auch von hier mit dem schnacken. Es gibt 4 Typen von Monstern, um die ihr euch kümmern solltet. M35 Prototypen, Aurazanger, Lampoponios, Prado-Täuschers. Viel Erfolg. Ich habe jetzt schon wieder alle Namen vergessen. Das ist mir viel zu kompliziert. Ich hoffe, die sind ordentlich eingezeichnet. Das sieht schon wieder aus, als müsste ich mir fürs nächste Mal... eine etwas angepasste Liste nochmal machen. So, jetzt bin ich nur ein bisschen überrascht, dass wir hier doch noch so viele neue Missionen bekommen haben. Woran lag das? Daran, dass wir die Mekonis-Hallen betreten bzw. abgeschlossen haben? Wahrscheinlich dadurch, dass ich den nächsten Hauptstory-Punkt erreicht habe. Ich will gar nicht wissen... Ach, guck mal, da ist noch eine Mission. Wenn ich jetzt irgendwie nochmal nach Alkamoth oder so gehen würde, da würden wahrscheinlich auch wieder neue Missionen warten. Elekwa, hi. Oh nein, was jetzt? Das ganze Dorf wird bald in Gefahr sein. Wenn niemand etwas tut, bekommen wir Probleme. Oh, Lächeln, ja, kennen wir. Erzähle uns, was los ist. Vielleicht fühlst du dich dann besser. Ihr würdet mir Gehör schenken, das ist nett, danke. Ich muss euch unbedingt etwas erzählen. Die Mekkon kommen immer näher an das Dorf heran. Ich sammle außerhalb des Dorfes immer Schrott. Dabei habe ich vorhin einige riesige Mekkon gesehen. Vor Angst bin ich sofort weggelaufen, so schnell ich konnte. Wenn solche Mekkon plötzlich im Dorf auftauchen würden,
nicht auszudenken. Bitte helft mir, helft uns allen. Beschützt unser Dorf vor diesen Meckern. Die ähneln sich so ein bisschen. Ich glaube, die nächste Folge könnte ein bisschen kampflastiger werden, wenn ich das alles dann tatsächlich in Angriff nehme. Auf der Suche nach Ersatzteilen hat Elekwa in der Nähe des Dorfes Mekon entdeckt. Besiege die großen Mekon, damit das Dorf vor ihnen sicher ist. Besiege 3 M85 Meteorkanonen. Ach du grüne Neune, auf dem gefallenen Arm. Na, wir gucken mal. Danke. Ich habe die Mekon unweit des Wegs hinter dem Dorf gesehen. Man erreicht den Weg über das Rohr, das ums Dorf herumführt. Er liegt auf der anderen Seite vom Junks. Ich werde für euch die Tür öffnen, die zu diesem Weg führt. Entschuldigung. Möge Maynes euch beschützen. Pipifax, gar kein Problem. Boah, ich kann nicht mehr richtig reden, weil ich gleich wieder husten muss. Aber nicht den Ricky verlieben, in Ordnung, Schala? Hä? Okay, das hat er noch nie gesagt und jetzt gerade irgendwie eine neue Freundschaftsstufe erreicht. Ich weiß nicht. Such zwischen Zeigefingerebene und Verbindungsbrücke. Ich weiß nicht, wie stark die Mekon sind, also Vorsicht. Ich erinnere mich noch an eine Mekon-Truppe an der Brücke, das könnten die nämlich sein, wo in der Mitte, glaube ich, auch einer mit Eigennamen mit drin war, also um die ich dann seinerzeit irgendwie einen größeren Bogen gemacht habe. Ist da ernsthaft noch ein Ausrufezeichen? Ja, okay, das ziehen wir jetzt noch durch. Risaka, hi. Warte mal kurz. So, ich muss jetzt nur wieder ein bisschen husten, sorry. Oh nein, was soll ich nur tun? Das ist mir ja so peinlich. Ich kann doch nicht den ganzen Tag hier sinnlos herumstehen. Oho, bla, 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 bla. Hoch, habt ihr gehört, was ich gerade gesagt habe? Nun, dann kann ich euch ja die ganze Geschichte erzählen. Die Tür zu meinem Haus ist, nun ja, kaputt. Ich kann sie einfach nicht mehr öffnen. Was soll ich nur tun? Dinge zu reparieren ist eigentlich eine meiner Stärken, aber mir fehlt leider das Material, das ich für die Reparatur benötige. Ah, da kommt mir eine Idee. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Alles, was ich brauche, sind ein paar Teile, ne? Was sagt ihr? Ja, kommt so ein bisschen auf die Teile an. Risakas Haustür ist alt und lässt sich nicht mehr öffnen. Finde die Materialien, die sie zur Reparatur benötigt. Gibt mehrere Ziele. Okay. Wirklich? Seid mir bitte nicht böse, aber könntet ihr euch beeilen? Ich überlege mir inzwischen, wie ich am besten vorgehen werde. Pipifax, gar kein Problem. Hoffentlich haben wir das jetzt auch wieder beisammen. Das wäre mega Knorke. Oh ja, davon haben wir viele gefunden. Das sieht gut aus. Die hat auch ein rotes Ausrufezeichen über ihrer Birne. Ja, okay. Ja, cool. Hat sich das ja doch noch voll gelohnt, dass wir beim letzten Mal hier alles so gründlich in Anführungsstrichen abgesucht haben. Das sind alle Teile, die ich für die Reparatur benötige. Wenn ich hier fertig bin, kann ich endlich wieder in mein Haus. Vielen Dank. Freu, freu, Ricky oberglücklich, bla, 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 bla. Oh, guck mal, wie die sich jetzt mit Komplimenten überschütten. Was ist da los? Haben die jetzt schon Herzchen oder was? Du warst bezaubernd, Ricky. Bezaubernd? Ricky, jetzt noch glücklicherer. Aha. Jetzt, da ich zurück in mein Haus komme, kann ich wieder arbeiten. Meine Schwester hat mir ein paar Teile zur Reparatur gebracht. Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment ziemlich viel zu tun. Am besten, ich fange sofort mit der Arbeit an. Na, dann mach das mal, fleißige Bienchen. Wir kriegen aber unsere Belohnung noch. Genau, du hast Risaka die Reparaturmaterialien überreicht. Endlich kann sie wieder in ihr Haus. Hooray! Was? Hat da gerade jemand ein Level abbekommen? Ja, ich glaube Schala, ne? Die hat doch gerade irgendwas erzählt. Boah, Leute, ey. Also... Ich meine, ich nehme jetzt schon nach langer Zeit mal wieder über eine Stunde auf. Also so lange habe ich schon lange nicht mehr an einem Part gesessen. Aber ich habe ja auch einiges liegen lassen in letzter Zeit. Ich werde jetzt hier der Vollständigkeit halber trotzdem noch mal eine Runde rumlaufen. Einfach um sicherzustellen, dass ich wenigstens tagsüber hier nicht noch ein Ausrufezeichen übersehen habe. Da war aber nichts weiter. Na, wobei, jetzt fängt es auch schon an zu dämmern, ne? Vielleicht bin ich auch zur falschen Zeit gerade unterwegs gewesen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge an neuen Missionen eingesammelt. Wie ich beim nächsten Mal vorgehe, weiß ich jetzt gerade aktuell noch nicht. Ich habe auch noch das Thema Kolonie 6 offen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir beim nächsten Mal noch eine optionale Folge hinten dranhängen werden. Einfach weil wir zuletzt wirklich nur Hauptstory und Dungeon-Neuerkundung und sowas alles gemacht haben. Und ich finde mindestens zwei Folgen, vielleicht werden es auch drei, die optional sind dann durchaus legitim. Ich gucke, dass ich so viel wieder vorbereitet kriege, dass es für euch zum Gucken auch angenehm sein wird.
Und ja, den Rest sehen wir dann beim nächsten Mal. So ihr denn mögt, nicht wahr? In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Einschalten heute und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!